Herzlich willkommen bei Aktien im Fokus mit Free Stocks und Fit for Finanzen. Wir haben auch heute wieder einen US-Stock, der zumindest in den USA notiert, aber nicht wirklich aus den USA stammt. Ich will jetzt nicht das Gespräch vernebeln, sondern erstmal den Roland Jegen dazu holen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, heute geht es um eine Aktie, die kommt aus dem Cannabis-Sektor und wir wollen das gar nicht in Richtung Sucht drehen, sondern eher aus der medizinischen Ecke betrachten und da ist das ein ganz großer Player. Ganz großer Player, die Tilray ist sicherlich auch vielen bekannt als Aktie, gibt es schon etwas länger, knappe 10 Jahre, 2013, gegründet von Brendan Kennedy unter dem Dach der in Seattle ansässigen Privateer Holdings gegründet. Und 2016 war Tilray dann der erste Hersteller von medizinischem Cannabis in Nordamerika. Und letztendlich ist es auch zertifiziert. Also da gibt es so ein GMP-Zertifikat, über das Tilray auch verfügt. Und ziemlich schnell ging es dann auch weiter mit dem Listing an der Nasdaq. Also das war auch das erste Cannabis-Unternehmen, was damals gelistet war und als kanadisches Unternehmen dort gelistet zu werden. Mittlerweile ist, glaube ich, der Sitz auch nach New York verlegt, hatte ich gelesen. Das Ticker-Symbol kann man sich gut merken, TLRY. Genau, ist einfach zu merken. Und ja, im gleichen Jahr war dann letztendlich Tilray auch das erste Unternehmen, das medizinisches Cannabis legal aus Kanada da in die USA exportierte für eine klinische Studie. Und ja, seitdem ging es eigentlich rasant weiter. Übernahmen gab es auch die eine oder andere, zum Beispiel 2020 vielleicht die bekannteste Übernahme des Konkurrenten Aphria. Ja, damit ist man zum Global Player aufgestiegen, nicht nur was die Marktkapitalisierung angeht, sondern auch wo man seine Forschung betreibt und Lieferungen mit Novartis, das ist ja ein europäisches Unternehmen, hat man zusammen Verkauf, Vertrieb, Co-Branding von rauchbaren medizinischen Cannabis-Produkten, aber auf den legalen Märkten vorangetrieben. Ja, und das ist etwas, wo man in die einzelnen Länder mal reinschauen sollte, was es da für Rechtslagen gibt. Wir haben mal ein bisschen was zusammengestellt. Wir sind keine Berater, was die Rechtslagen angeht, aber man hat so ein bisschen in Erinnerung, in Holland ist das Ganze ein bisschen lockerer als in Deutschland. Ja, das denkt man immer, aber auch der Besitz, Anbau und Verkauf von Cannabis ist in den Niederlanden verboten. Allerdings wird da der persönliche Gebrauch von Cannabis nicht mehr wirklich verfolgt, schon seit vielen Jahren. Von daher hört man das immer wieder, dass natürlich da auch in die Niederlande gereist wird, um Cannabis zu konsumieren. Aber das ist dann wirklich nur in kleinem Maße entsprechend erlaubt. Ja, ja, in den USA ist ein bisschen gespalten. Das war ja auch ein Thema bei der letzten Präsidentschaftswahl. Wo soll es komplett legalisiert werden oder nicht? Im Moment sind es 15 US-Bundesstaaten, da ist es legal und für medizinische Zwecke auch erlaubt. Aber auch da gilt wie bei Alkohol die 21 Jahre als Grenze. Genau, da hat man doch eine relativ hohe Einstiegshürde über das Alter definiert. Und so ist es komplett unterschiedlich. Auch in anderen Ländern Europas wird es teilweise etwas strenger und teilweise etwas liberaler gehandhabt. Genau, wir wollen jetzt nicht alle Länder aufzählen, aber wir wissen, dass es auch da immer mal wieder Genehmigungen und auch politische Dinge gibt, die Einfluss nehmen auf den Umsatz letzten Endes von den Produkten. Ich habe hier mal ein paar Fakten noch mitgebracht aus Deutschland. Joschka Fischer zum Beispiel 2019, der sitzt nämlich als Gründungsmitglied im internationalen Beirat bei Tilray. Hört, hört. Genau, das ist wirklich ein interessanter Effekt und ja, von den Grünen in Deutschland wird das ja auch schon länger gefordert, dass das auch in einer gewissen Art und Weise in Deutschland legalisiert wird und da ist er quasi der Lobbyist an erster Stelle, der das verfolgt. Sozusagen, genau. GMP hattest du schon genannt, diese Zertifizierung, die gilt dann auch für die Cannabisanlagen, die in Europa entstanden sind. Da gibt es einen in Portugal und tatsächlich einen in Neumünster in Deutschland. Also da kann man vielleicht auch mal ja, einen Werksbesuch oder irgendwas machen. Die Branche zeigt weiteres Wachstum auf jeden Fall. Ich denke mal, das größte Wachstum kommt aus dem medizinischen Bereich. Da wird auch noch viel geforscht mit Substanzen, wogegen es hilft und in welcher Dosierung und was es da für Spätfolgen gibt. Aber die Prognosen zeigen zumindest, dass das ein Wachstumsmarkt ist, was man aber nicht unbedingt für die Unternehmen dann adäquat unterstellen kann, denn da wird noch gar nicht so viel Geld verdient.
Genau, Gewinn wurde bisher nicht erzielt bei Tilray, sondern man sieht hier eher Bilanzverluste, die sich angehäuft haben, auch über die letzten Jahre und die sogar jedes Jahr größer geworden sind, wie man hier im Bild sieht. Und da muss man wirklich schauen, wann man dann vielleicht den Turnaround, wann der Turnaround gelingt, um da auch mal Bilanzgewinne auszuweiten, weil letztendlich will jeder Aktionär das irgendwann auch sehen, nicht dass sein Unternehmen, an das man glaubt, nur dauerhaft hier Verluste ausweisen muss. Genau, die aktuellen Zahlen kommen ja jetzt am Freitag in dieser Woche und die Frage für Analysten, die sich mehrheitlich zurückhalten und nur noch ein Halten-Rating vergeben ist, ob die Branche insgesamt wieder aufleben kann, wenn so ein Marktführer wie Tilray das tut. Ja, dann hat man auch mit der ganzen Branche, denke ich mal, ein gutes Investment. Und wer nicht auf Einzelaktien setzt, vielleicht noch den Hinweis vor der Chartanalyse, da gibt es auch eine Menge Produkte, die in den letzten 5 Jahren entstanden sind. Genau, gibt es eine Menge an Produkten, an Indizes, an verschiedenen auch ETFs, die man hier kaufen kann, um in diesen Sektor zu investieren. Das ist durchaus spannend, was da alles letztendlich entwickelt worden ist, ja. Genau. Da liest man auch immer wieder, dass Tilray mit enthalten ist. Deswegen lass uns gleich mal mit dem Free Stocks Tool auf die Aktie selbst schauen. Genau, starten können wir hier im Free Stocks Web Trader einmal mit der übergeordneten Zeiteinheit, mit dem Wochenchart. Und da sieht man nämlich hier ein markantes Niveau aus dem Frühjahr des Jahres 2020, als die Aktie auch ihr Tief markiert hat bei circa 2,3 Dollar. Und jetzt ist sie, wenn man etwas mehr reinzoomt, hier auch mal in den Tageschart übergeht, fast wieder auf diesem Kursniveau angelangt, weil es ist wirklich ein stetiger Abwärtstrend seit dem Allzeithoch hier 2021, im Februar 2021. Bei 38 Dollar hat die Aktie doch mehr als 90% der Marktkapitalisierung verloren und ist hier auch mittelfristig noch in einem deutlichen Abwärtstrend. Geht jetzt, ja, es bildet sich sowas wie ein Dreieck auf Tagesbasis aus, wo jetzt vielleicht in naher Zukunft, vielleicht auch schon jetzt zu den Quartalszahlen in dieser Woche ein Ausbruch bevorstehen könnte. Die gleitenden Durchschnitte, der 200-Tage-Durchschnitt doch noch deutlich nach unten geneigt, liegt bei knapp 5 Dollar. Der 50- und 100-Tage-Durchschnitt sind jetzt schon abgeflacht. Von daher ein interessantes Kursniveau hier auch auf dem Niveau der vorherigen Tiefs. Und da darf man gespannt sein, in welche Richtung dann hier auch vielleicht die nächste dynamische Bewegung vonstatten geht. Und dieser, denke ich, sollte man sich dann auch nicht entgegenstellen, sondern sich eher dann prozyklisch trendfolgend positionieren. Was natürlich auch noch ein Thema sein könnte, ist eine Konsolidierung in der Branche, also dass man hier nochmal Zusammenschlüsse sieht oder Übernahmen. Wie schätzt du das ein? Das ist durchaus möglich, denke ich, auch in dieser noch recht jungen Branche werden letztendlich, denke ich, nicht alle Unternehmen überleben, sondern da wird es noch die eine oder andere Fusion oder Übernahme geben und da darf man wirklich gespannt sein. Wir sind auch gespannt und freuen uns auch auf das nächste Format Aktienfokus. Ganz lieben Dank an dich, Roland Jegen. Sehr gerne.